Jonapod Kiwanok aus Ungarn und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Shisha Tea. So Leute, heute gibt es ein neues Video und zwar aus dem wunderschönen Ungarn. Es ist ein Bombenwetter hier, kann ich euch sagen. Und was gibt es da Besseres am Morgen, als sich nach dem Frühstück erstmal eine schöne Pfeife anzumachen. Und heute habe ich auch mal einen ganz neuen Tabak, und zwar den nächsten Verwandten von Adalia, Aquamenta. Wird sicherlich nicht an euch vorbeigegangen sein, dass es jetzt diese Aquamenta-Sachen gibt von Adalia. Ich habe mir rausgepickt den Aqua Pear, also soll eine Aquamenta-Birne sein. Und ich würde jetzt erstmal ein Köpfchen bauen, zeige ich das. In der Zeit mache ich noch Cola an. Und dann sehen wir uns gleich zum Rauch. Bin ich auch schon wieder. Kohle ist fertig, Kopf ist gebaut, kann also losgehen. Kommen wir erstmal zur Verpackung von den neuen Aquamenta-Sorten. Und zwar finde ich die nicht ganz so geil gelöst, muss ich sagen. Ihr habt hier wie bei den Alfacher-Sorten erstmal noch so eine Pappbox. Alles schön und gut. Da drin verbirgt sich dann diese Dose. Hier habt ihr einen kleinen Aufkleber drauf, um welche Sorte es sich handelt. Oben drauf Aquamenta, Carpe Diem. Ja, wenn ihr die Box aufmacht, das ist so ein, nicht mal eine Vierteldrehung. Und da drin habt ihr dann so eine wunderbare Tüte wieder. Da ist der Tabak drin. Läuft auch nichts aus, solange die Tüte zu ist. Wenn ihr die aber aufgemacht habt, dann wisst ihr wieder nicht, wohin mit dem Tabak, weil hier drin könnt ihr den nicht lagern. Dadurch, dass der Deckel wirklich nur so ganz leicht schließt, und wenn ihr weiter dreht, dann überdreht ihr den sofort, ist der hier nicht dicht. Und da würde euch die ganze Molasse durchsuppen. Also nicht so geil gelöst, wie ich finde. Ja, zweiter Punkt. Der Schnitt, ihr habt ihn gerade vielleicht im Kopfbau-Video schon gesehen. Schnitt ist wirklich fantastisch. Goldgelber Tabak, Molasse, super gut eingezogen. Ihr habt winzig kleine Äste drin, wie ich finde. Also es waren wirklich keine großen, es waren ganz, ganz kleine, die habe ich einfach drin gelassen. Im Bau mit dem Tonkopf geht es auch super safe klar, also da überhaupt nichts zu meckern. Gut gemacht. Dann gönnen wir uns mal den ersten Zug, würde ich sagen. So, die Kohle war jetzt die 5 Minuten drauf, 3-4 tiefe Züge, und schon seht ihr, die Pfeife läuft. Und dann machen wir gleich weiter mit dem Geruch. Ja, nochmal auf die Dose hier. Gibt ja keine Probleme mit dem Öffnen, die geht ja fast von alleine auf. Also wenn ihr dran riecht, sofort als allererstes sticht euch diese Aquamenta-Note in die Nase, die ich ja persönlich ziemlich geil finde. Also diese Minznote, die sich dahinter verbirgt, riecht sehr, sehr angenehm, sticht nicht in der Nase, ist aber auch nicht zu lasch, also ist genau der richtige Mix, wie ich finde. Und danach, begleitet von so einer wirklich frischen Birnennote, die so ein bisschen abdriftet in so einen Birnenjoghurt. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber es
Es riecht so ein bisschen, wenn ihr das vielleicht kennt, es gibt diese Joghurts mit Müsli drin und die gibt es oft mit Birne. Das riecht dann original so. Ja, das kommt eigentlich am nächsten. Also Minze begleitet von so einem frischen Joghurt mit Birne. Das beschreibt es eigentlich am besten. Ja, also jetzt ist er auch voll angeraucht. Und ich kann euch gleich mal sagen, das allererste, was ihr wirklich schmeckt, wenn ihr einatmet oder merkt, ist diese Kühle im Rachen. Die aber genauso wie im Geruch nicht zu krass ist. Also ich finde es wirklich perfekt abgestimmt mit der Minznote. Ich würde auch definitiv sagen, für Anfänger geeignet. Wenn ihr das Ganze so baut wie ich, im Tonkopf mit Kamin, drei Kohlen drauf, vielleicht nicht ganz zur Mitte am Anfang, gut, ich lasse jetzt mal liegen, dann habt ihr wirklich ein ganz, ganz angenehmes Minzgefühl und ist auch safe zu rauchen, ohne dass ihr husten müsst oder sonst irgendwas. Also ein guter Einstiegstabak von der Minze her. Und genauso wie im Geruch, ich kann es euch sagen, als zweites, was ihr so wirklich im Vordergrund schmeckt, ist dieser Birnen-Joghurt-Geschmack, der aber verdammt lecker ist. Und weiß nicht, nicht zu vergleichen mit anderen Birnentabaken, die ich probiert habe. Boah. Unter anderem hatte ich schon mal den Fresh Pear von Golden Pipe auf dem Kopf. Der geht so in die Richtung von diesen Fresh Apple Sorten. Also diese Minz und saure Apfel. Da ist auch diese Birnennote so ähnlich. Also es ist wirklich eine saure Birne dann sowas. Hier ganz anders. Hier habt ihr wirklich diese milde Joghurtbirne. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber es schmeckt verdammt lecker. Es ist, glaube ich, mein absoluter Favorit, wenn es um Birnentabak geht, weil es einfach am nächsten an eine wirklich authentische Birne rankommt, an eine echte Birne und überhaupt nichts mit Chemie zu tun hat. So, dann habe ich, glaube ich, schon genug über diesen Tabak gesagt. Ich habe vielleicht noch vergessen, euch zu sagen, wie viel er denn kostet. Und zwar kostet er 17,90 € für 200 Gramm. Und das finde ich auch noch in Ordnung. Ist ein bisschen höher angesetzt, aber das sind ja jetzt die großen Tabakhersteller, ziehen ja langsam alle nach. So auf die 16,90, 17,90 ist noch okay der Preis. Und für diesen Tabak wirklich gerechtfertigt, weil der ist lecker und gibt von mir eine klare Kaufempfehlung. Ihr seht es auch, Rauchwolken schlechthin. Ihr könnt den super rauchen. In diesem Setup läuft er wirklich ohne Probleme. In der Sapphire Powerball mit dem Lotus, mit dem ich sonst immer rauche eigentlich, jeden Tag, läuft er nicht ganz so gut. Ja, da gibt es vielleicht einen kleinen Abzug, weil da merkt man, dass er so ein wenig hitzeempfindlich ist. Das könnt ihr aber im Kamin wirklich super regeln. Und damit, denke ich, bin ich schon wieder am Ende dieses Videos. Ja, ich bin in Ungarn. Wer hätte es anders gedacht? Es ist ein Shisha-Team on Tour-Video. Zum Abschluss gibt es nochmal schöne Eindrücke aus Ungarn. Wir waren in Budapest und haben da so ein bisschen was erlebt. Guckt es euch einfach an und dabei nicht vergessen, ein Abo zu geben, natürlich kostenlos für euch. Wenn ihr nicht weitere Videos von uns verpassen wollt, dann lasst noch ein Like da. Das freut uns auf jeden Fall sehr. Lasst doch auch einen Kommi da, ob ihr auch schon mal andere Aquamenta-Sorten probiert habt und was ihr davon haltet, von dieser ganzen Line vielleicht. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video, hoffentlich wieder zu dritt in voller Zahl. Bis dahin, macht's gut, euer Shisha-Team. Ciao, ciao.